Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Ja, wir sind auf Dathomir immer noch. Wir haben uns schon so ein bisschen hier durchgekämpft, haben noch relativ viel erkundet, finde ich. Und ja, wir machen jetzt mal weiter hier und gucken, was uns hier noch so erwartet. Die Schwester der Nacht kam mal ein paar Mal hier vorbei und hat uns ein bisschen, weiß nicht, nervös gemacht, aber ja. Läuft doch hier, ne? Wir kommen schon hier durch. Wir sehen schon, was hier alles krasses abläuft und so. Da komme ich bestimmt irgendwann runtergerutscht, ne? Sieht so aus, jedenfalls. Das ist schon wieder so ein fettes Ding. Und ich muss, glaube ich, dahin, ne? Ja. So, dreh ich mal bitte wieder um. Noch so ein Ding. Nein. Boah, das ist doch voll kacke, ey. Noch ein Stück. Er ist ja nur am Angreifen, ey. Kannst ja gar nicht rangehen an dem. Okay. Ist ja voll kacke, der Teil zu bekämpfen. Ne? Das ist ja immer irgendwie in einen Angriff. Kann ja gar nicht dazwischen angreifen, habe ich so gefühlt. Aber egal. Es war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Ich meine, am Anfang des Spiels habe ich irgendwie verwechselt, dass irgendwie diese Schwestern der Nacht irgendwie was mit hier die neunte Schwester und so zu tun haben, oder die zweite Schwester oder was auch immer. Aber nee, das ist nicht der Fall. Da kommt schon, wenn ihr das Wort Schwester so oft benutzt, ne, dann sind doch irgendwann, weiß ich nicht, verständlich, dass ich das verwechselt habe, oder? So. Allein der Gedanke, dass wenn man hier, auf Sepho diesen Skomp Dingens hier verpasst hätte, ne? Dann hätte man ja die ganzen Truhen, die man hier, über die man hier stolpert, gar nicht aufbauen können, ne? Das war ja mehr oder weniger optional, ne? Du brauchst das bis jetzt ja noch nicht, um irgendwie storymäßig weiterzukommen, oder? Geräusch der Überraschung. Schiff ist abgestürzt. War für irgendwas auf der Flucht. So, ist das jetzt der Wanderer, dem wir hier auch selber begegnet sind hier? Nee. Der Typ mit schwarzen Umhang. Ober, was auch immer. Oh Gott. Wenn er sagt mir, er geht auch. Ey, die sind durch Machtschub kaputt machbar. Und noch einer. Wo kommt denn die alle her? Ich war doch gerade hier. Ah. Bist nicht. Würdest du mir bitte helfen? Wollte mich sowieso heilen, also. Da war ich ja noch nicht. Ich glaube, hier war ich noch nicht, ne? Okay, so, das fette Ding, das läuft dann auch rum. Von hier kam ich, alles klar. Hör mal gerade aus und nach links, machen wir das nicht kaputt. Boah. Okay. Ich brauche Hilfe. Viecher zu bekämpfen sind nervig. Die Viecher zu bekämpfen sind nervig. Mein Gott. Los mit dem Weg, Mann. Geht da die Kamera mit? Nee, nein.
Deswegen verirre ich mich die ganze Zeit. Ja, wenn die Kamera die ganze Zeit in eine Richtung, also wenn die Karte, meine ich, wenn die Karte die ganze Zeit in eine Richtung immer gedreht wäre, dann hätte ich wahrscheinlich voll einfacher hier, aber er dreht sich, oh cool, er dreht sich immer weiter. Bringen Samen. Schon die zweite Pflanze, die wir hier gefunden haben. Was Interessantes? Ja, wir rennen doch nicht immer weg, ey. Was, wenn irgendwo eine Fall, ein Fallgrube oder so gegraben wurde von Team Rocket oder so? Da okay, kommst du auch nie wieder raus. Ah, da geht's hoch. Aber ich guck noch mal hier überall. Wenn ich irgendwas verpasst habe, hier war ich schon. Sind wir hier? Hab alles, ne? Ich meine, ich habe alles hier. Ich hoffe, ich habe alles hier. Okay. Nein, ich hochklettern können. Boah, was? Hi, na. Bis dich. Irgendwie Schlappschwänze. Ein Machtschub sind sie weg. Ja, voll aufgehalten Machtschub, aber trotzdem. So, ich hoffe, ich muss ja nirgendwo rüberspringen oder so von hier oben aus. Sieht nicht so aus. So, jetzt noch irgendwo eine Truhe. Werde ich schon noch finden. Hoffe ich. Da. Gefunden. Gefunden. Entschuldigen Sie bitte. Zeig mal, was du gefunden hast. Macht und Kontrolle 2. So, jetzt sind wir ja alles erkunden. Ja, klar. Komm ja voll irgendwie Dagobah-Feeling. Ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Ich gedacht, Datumia, Dagobah oder Nabo. Hier diese Nabo-Sumpf-Level. Hier ist irgendwie in jedem Star Wars Spiel zu Episode 1 damals gab, ne? Aber wie lange waren die nur auf Naboo? Ihre Magie war stark. Sind nicht schon irgendwie direkt irgendwie zu nach, wie heißt halt Otto Gunga gegangen? Ja, ich sehe schon. Bin ich schon direkt immer nach Otto Gunga gegangen? Anstatt irgendwie okay. Statt irgendwie so lange immer im Sumpf zu verbleiben. Und die haben irgendwie bei jedem Episode 1 Spiel irgendwie eine Level daraus gemacht. Meistens irgendwie voll eine nervige lange Level. Ja. Ignoriere doch nicht die Typen da. Ich habe mich schon gewundert, warum kann ich mich bewegen, ey. Hier runter. Ich frage mich schon, warum bewegt er sich nicht? Ich habe gar nicht gemerkt, dass da dieser blöde Vogel kam. Boah, ey. Verpiss dich. Alter. Verliert ihn nicht aus den Augen. Ich denke mir die ganze Zeit, warum bewegt der Typ sich nicht, ne? Und ich bin schon wieder hier, wo ich nicht hin soll, ne? Du wirst untergehen. Habe ich die ganze Zeit, warum bewegt der Typ sich nicht, ne? Weil ich genau wusste, diese Typen, die kommen gleich und greifen mich an, ne?
Ja, ich muss erst mal den Vogel sehen, ey. Ja, und dann, sobald die Katze hinweg war, dann ballern die natürlich auf mir. Ich habe mir genauso gedacht. Gut. Ey, lass mich hier hoch, jetzt ehrlich. Wo sind die jetzt alle? Waren noch gerade alle. Alter! Alter! Da sind sie alle. Wo sind die auf einmal her? Boom, so. Komm hinter dieser Klinge. Da muss voll gruselig sein, wenn ich da so voll rumgewirbelt ankomme. Nium, nium, nium. Hast du Spaß, BD? So. Wo sind denn noch welche? Waren noch nicht alle, oder? Für euch ist hier kein Platz. Die Brüder werden euch töten, wenn ihr bleibt. Was? Gegen dich haben sie sicher keine Chance. Die halten irgendwie mehr aus, habe ich das Gefühl jetzt. Den Typen, die habe ich dann mit einem Machtschub erledigt. Oh, das ist ein Speicherpunkt. Komme ich da hin? Ja, das ist da, wo ich herkomme, ne? So. Oh, da sehe ich, glaube ich, eine Abkürzung. So. Alles klar, da oben kann ich hin. Da kann ich jedenfalls nicht hin. Da soll ich runtergehen und mich heilen. Würdest du mir bitte helfen? Ja, machen wir mal. Aber wo genau komme ich denn jetzt hin? Ich komme sowieso nicht dahin, oder? Irgendwie von hier aus dahin springen, glaube ich. Ja. Okay, ich verballer meine Stimpacks jetzt so schnell, also deswegen bin ich die ganze Zeit immer unten mit denen, aber ja, wenn du so viele hast, ne? So, wo ist jetzt die Abkürzung da, ne? Irgendwo. Da. Nein. So. So, wo nun? Da lang. Okay. Hier erwartet dich nur der Tod. Mhm. Oh, und hier ist ein Speicherpunkt, ist klar. Hey, komm schon. Bin hier exakt zurückgegangen für das Teil. Das ist direkt hier einer um die Ecke. Wahrscheinlich wieder ein neues Gebiet, ne? So, dann müssen wir wieder zurück. Erkunden wir direkt mal die 100% hier. Ja, weil du denkst, du bist jetzt kurz davor, alles zu haben, ja, ne? So. Da oben. Was haben wir denn da? Ach so, da ist schon wieder so eine. Sehen wir uns das mal an.
Kann ich da auch hochklettern? Sieht schon fast so aus. Da oben ist da eine Plattform oder irgendwie sowas. Das ist auch noch irgendwas. Also sind die Gegner ja nicht respawned, ne? So, hier runter. Und? War doch nichts, Mann. Begreifen ich. Na gut. Nein. Ich habe 85%, jetzt habe ich 90%, also das ist auch was. Nein. Juppala. So, weiter. Weiter zum offiziellen Weg. Ich nehme mal, wir müssen da irgendwo hochklettern dann. Ist aber gut, dass nicht nur andere Planeten irgendwie diese Werkzeuge, was wir wahrscheinlich bekommen werden, vorausgesetzt haben. Sonst hätte ich noch mal jetzt zurückkommen müssen, nachdem ich gedacht hätte, ich hätte langsam alles. Oh Gott, das sieht voll nach einem riesigen Boss. Oh, ich bin sogar jetzt, wo ich dahin muss. Okay. Boah, kommt da gleich ein Rancor oder irgendwie sowas. Pass auf. Moment, das könnte gefährlich sein. Ja. Da kann ich nicht hochklettern. Ah, du hast jetzt ein Werkzeug, pass auf. Hm. Was machst du da? Ach, da fühle ich. Ich sag mal, ein Part vorher hier sitzt. Ja, was ist das? Ich hoffe, wir finden es nicht heraus. Und ja, was passiert natürlich, ist auch so von klar gewesen. Gorgara. Gorgara. Da muss ich die Flügel angreifen, aber. Ja, ich drück mit der rechten, mit dem rechten Analogstick, aber ja, jetzt, danke. Und der hat so viel AP. Der lässt sich verlangsamen, gut. Alter. Au, oh Gott. Oh Gott. Okay, lass mich mal kurz heilen. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Na, ich hab den doch angehalten, Mann. Boah, mit dem zweiten Ding treffe ich nicht. Okay, da mache ich auch gar keinen Schaden gegen. Ich glaube, die Flügel angreifen, ne? Au, hey. Bitte, stimm zu mir. Ich fand eigentlich, war schon schwer genug. Super Timing wieder. So, jetzt. Ich habe Erfahrung damit gegen... Aua. Große Monster kaputt zu hauen, okay. So, ich muss den wahrscheinlich angreifen, wenn er mir den Kopf hier so zeigt, ne?
rote Birne da, warte. Oh Gott. Oh, mein dicker Angriff macht das nicht kaputt. Da war ein Blau. Ja, was soll ich denn da machen? Muss mir schon sagen. Muss ich denn graben? Ne, manchmal musst du den dann graben, ne? Halt nicht. Au! Oh, komm schon! Boah! Oh mein Gott. Zweimal getroffen und du bist weg. Aha. Einmal nicht aufgepasst. Na gut. Eieiei. Kacke, ey. Ja, er lief doch so gut halbwegs. Voller AP. Da hat er zweimal diesen Angriff gemacht. Hätte ich da blocken können. Weiß gar nicht, wie man den Angriff ausweicht und den Stein. Aber egal, kriegen wir ihn. Wird schon. Ja, wahrscheinlich dicke Schaden machen können. Wenn ich da diesen einen Move da gemacht hätte. Graben, nehme ich mal an. Da. Was hat wie ich? Da ist es. Hi. Ja, einfach blöd. Ich hätte erstmal verlangsamen sollen. Da, komm. Da. Das ist einfach. So, ist noch weiter so. Ja, siehst du? Also sogar recht, Mann. Muss nur einmal wissen, okay? Ja, voll einfach dann eigentlich. Muss nur warten, bis er seinen Flügel angewacht. Anstatt hier einzugreifen wie ein Blöder. Oder hier? Nein, daneben. Jetzt macht er schneller, ne? Jetzt aber okay, ist eigentlich voll einfach. Da muss man ja auch erstmal wissen, ne? Wie du musst das halt nicht bei der ersten Begegnung, den du halt gemacht hast, zum allerersten Mal gegen das Viech kannst. Du wusstest nicht genau, was du alles machen muss. Au. Ah. Ah, das war eigentlich voll blöd. So, Gefühl, der macht das jetzt gar nicht mehr. So, kannst du mal dein Köpfchen zeigen? Ja, jetzt komm. Jetzt komm her und boom. Das ist voll einfach. Außer der Steinangriff kommt jetzt gleich wieder, ne? Da bin ich nämlich überfragt, komm ich. Kann sein, dass ich da springen muss. Lass mich springen! Boah! Hey. Okay, springen muss ich, alles klar. Wie du wusstest nicht, man konnte diesen Angriff nicht abwehren. Was bist du denn für ein Noob? So. Okay. Gut. Springen, machen wir springen. Ich wollte springen, aber der musste erst wieder aufstehen, ne? Der nicht so 20 Kilo starke Bocken gegen das Gesicht zu bekommen, musste der halt aufstehen erstmal, ne? Ging halt nicht anders. So, aber jetzt habe ich den drauf, komm. Ich call das jetzt, ich mach den jetzt kaputt. Okay, los. Jetzt kenne ich all den seine Tricks. Es ist okay. Ist ja eigentlich nicht so schwer, ne? Ich bin schon selber überrascht, dass ich den seinen Angriff hier alle ausgewichen bekomme. Na, warte mal.
Ja, was soll's. Ich wollte nur, dass meine Macht auch wieder geheilt wird. So. Jetzt haben wir eigentlich nur mehrere Phasen mit der Art. Ne? Es macht diesen Flügelschlag. Genau nicht. Hilfe, bitte! Du Mistfisch! So. Zum Glück nimmt das Viech es nicht so genau mit den Ausweichen. Ich tue schon irgendwie viel zu früh ausweichen, habe ich so das Gefühl, aber. Boah, das war super. Danke. Bleib ich lieber dabei. So. Ja. Keine Ahnung, ich wollte meine Macht haben. Ich brauche Hilfe. Könnte ich den auch theoretisch eigentlich treffen, wenn er zu mir angerannt kommt? Ich will das eigentlich nicht ausprobieren. Na, komm her. Oh, ich wusste, der Angriff kommt, aber. Ja, ich kann mich nicht heilen und gleichzeitig das Ding angreifen. Geht nicht. Na komm. Aha. Bevor wir in so ein Dauntless-Kampf irgendwie ich ihn abbrechen könnte. Oh mein Gott. So. Jetzt habe ich angegriffen, anstatt mich heilen. Hat es gewagt, sollte ich vielleicht eher machen. Bin ich voll spät ausgewichen, aber voll über meinen Tisch gerade gespuckt. Voll ausgewichen. Meister Chop. Psui. Ich muss unbedingt meinen Namen benannt. Ja, komm. Komm, komm. Oh nein, kommt er wieder damit. Oh, ich habe abgeblockt, aber das irgendwie. Ne, irgendwann ist da gerade passiert was anderes. Glaube ich. Also nicht. So, jetzt kommt mit einem zweiten. Danke. Hey! Fall um! Na, jetzt kommt er mit seinen Steinen, ne? Pass auf. So, Steine weiß ich jetzt, wie ich die ausweiche. Ja, voll kacke. Oh Gott. Das Timing habe ich aber noch nicht drauf. Ja, ich habe gesagt, ich mache dich heute fertig. Also in diesem Kampf jetzt. Alter. Hey. Kommt viel zu langsam, ey. Oder hätte ich ihn voll angreifen können. Boah. Jetzt reicht doch mal, Kollege. Wo ist er? Vor allem, der macht irgendwie so einen komischen Sprung hier. Kann ich gar nicht vernünftig irgendwie machen. Ja, nichts drüber. Boah, dieser Angriff, ne? Oh, komm her. Aber ich habe gar keine Heilung. Merke ich gerade. Nein. Oh nee. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich keine Heilung mehr hatte. Oh. Oh, bitte sag mir doch was ab. Der haut ab. Gut. Oh, ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich keine Heilung mehr hatte. Boah. Da war jetzt knapp. Okay. So, was wolltest du denn von dem einstecken? Handschuhe. So, jetzt kann ich da hochklettern, ne? Kletterklauen. Klettere schnell und auf neuen Wandoberflächen. Oh! Oh, wie schnell ich jetzt bin. So, ich darf jetzt übrigens von nichts getroffen werden, ne? Sonst bin ich tot. Ich hoffe also, es kommt hier schnell ein Speicherpunkt. Ich
Okay, das ist auch mal cool. Guck mal, wie schnell ich jetzt bin. In Assassin's Creed kannst du nicht so schnell klettern. Oder? Weiß ich nicht. Noch nie in Assassin's Creed gespielt. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Und ich irre mich nie. So. Das heißt, wir können jetzt einige Orte hier wieder besuchen. Also Plätze an diesem Ort, meine ich. Und uns umschauen, was wir ja noch verpasst haben. Vielleicht ein Stimpack, ein Lebensessenz oder so. Machtessenz, das ist so alles sehr willkommen. Aber erstmal will ich einen Speicherpunkt haben. Da ist ja ehrlich gesagt das Wichtigste da. So, wo bin ich? Ich sehe keinen Speicherpunkt auf den ersten Blick. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Okay, da hinten ist ein Speicherpunkt. Komme ich da hin? Ja, ne? Guck mal. Ich muss schon sagen, wenn die den Sprung jetzt hier noch so kompliziert machen, ne? Okay, ich darf mich nicht heilen, wenn ich irgendwie, wenn mir die Macht ausläuft. Ich glaube, das habe ich nicht gemacht in diesem Bosskampf. Aber da muss ich hoch, nehme ich an, ne? Aber wo sind wir hier genau? Ich muss jetzt mal den Rest des Planeten erkunden. Hallo. Wenn ich kann. Dreck. Ich will also sagen, ich kann jetzt nicht zurück und hier erstmal alles erkunden. Dieser Elenden. Gut. So, warte mal. Mit der Speicherpunkt? Ja, ne? Ja, boah. Wuppa. Bleib unten, Koppel. Na wat? Lass dich nicht treffen. Ja, ist klar. Ah. Hallo? Ach, kommt schon, das ist jetzt nicht. Boah, jetzt muss ich jedes Mal hier zurückspawnen, ey. Ich bin nur durchgehend nach oben gegangen. Hey. Ich bin durchgehend nach oben geklettert. Wie konnten das Viech mich die ganze Zeit erreichen? Ja, ich bin ein bisschen nach links gegangen, aber ich bin auch gleichzeitig nach oben gegangen. Hallo? Ja, ich hab Ding verlangsamen. Ich habe an der Wand kann ich keine Macht einsetzen. Oh, das ist aber kacke, ey. Jetzt, wenn ich sterbe, dann muss ich wieder respawnen, dann muss ich mir wieder das hier antun. Ja. So. Jetzt ist meine Erfahrung oder so was hier noch. Ich glaube, normal klettern sind irgendwie schneller. So. Ich geh einfach in der Mitte durch. So, jetzt geht das doch. So. Geh weg, Mann. Aua. Lass mich los, Mann. Stich, stich. Wie ein Monster, Alter, wenn man auf ein Monster auf dem Rücken hängt. Oh Gott. Was ist los, Luftkampf? Oh Gott, was willst du denn jetzt von mir? Ja. Was? Wenigstens war ich dann nicht im Over. Wieder epischste Kampf bisher. Ey. Oh mein Gott. Okay, zum Glück habe ich unendlich Versuche.
Boom. Eigner. Übler Passagier. Ja, wir sind nicht los. Ich bin wie so eine kleine Bazille, ne? IBD springt. Ich bin noch derjenige, der springt. Oh. Ich auch nicht, Kerl. Ja, wir springen wieder drauf, ne? Die Macht leitet mich. Mal ganz ehrlich, wer macht so was Bescheuertes, ey? Na gut. Das ist genau wie als Anakin aus diesem Dings rausspringt, ey. In Episode 2. Diesem ein Auto. Ich meine, wie oft war die Chance, dass der irgendwie ein Auto auf ein Auto landet oder so, ne? Die sind doch gestört. Und diese Szene war schon spannender als die ganze neue Trilogie. Für diese Kreatur gilt das leider nicht. Hast du davon, ne? Okay, wo bin ich jetzt? Oh, ich bin hier gelandet, wie praktisch. Gorgaras Fall. So. Hier war da, wo ich irgendwo hochklettern konnte, ne? Okay, das war... da war schon so ein bisschen extra, wie so... Weiß nicht. Er macht solche gestörten Sachen, er springt einfach. Keine Ahnung. Genau wie Obi-Wan irgendwie. Ups. Kann ich mich da nicht festhalten? Boah. Muss ich mich wieder. Achso, da. Boah. Ja, schießt auf mich, genau. Aua. Die haben natürlich kaputt gehauen. Oh, Dreck. Ehrlich. Das ist nicht fair. Da, hallo? Boah. Ey, so ein Blöder. Ey. Das sind so viele von den Leuten, ne? Muss doch jetzt echt nicht sein, ey. Ich dachte, die werden mit diesen einen Viech beschäftigt, damit ich da oben die Typen absnipen kann, aber nein. Da kommen 4, 5 von denen auf einmal. Wollte mich doch hier nur erkunden, aber das sah schon wieder richtig aus irgendwie, also vielleicht will ich da noch gar nicht hin. Okay, dann gehen wir erstmal woanders hin. Hauptsache, ich habe am Ende hier alles auf Datum hier. Ja. Okay, ich lande direkt hier, alles klar. So. Da dann, glaube ich, keine Ahnung. So. Gehe da zum Speicherpunkt. Links nach weiter. Warte, da kommt gar nicht hin. Boah. Ja, gehen wir jetzt nicht auf den Nerven. Nee, jetzt nicht. Irgendwie komme ich da zum Speicherpunkt hoch. Bin ich denn da zum ersten Mal hochgekommen? So, boah. Habe ich schon die ganze Zeit. Wie kommt man da hin? Da. Muss einmal den Weg da hochklettern und. Na. Mach mal jemand das hier auf. Oh. Hm. Ah. Ja komm, da kannst du auch direkt das Ding aufmachen. Irgendwie.
So. So. Da oben irgendwo. Da konnte ich mich ja nicht umschauen, weil der blöde Gockel die ganze Zeit hinter mir war. Gott. Mal umschauen. Für mich, als würde ich diese eine Wand hier von Kingdom Hearts 3 hier hochklemmen. Von Herkules Welt. Ich habe so gefühlt, dass der schon richtig, ne? Guck mal, hier ist Essenz, ja, ne? Ja, Essenz. Einige Medizin, andere waren Geheimnis, Geheimnis. Was? Kann man runter? Muss es unbedingt so eine Rolle machen auf der Stelle? Na, ich bin extra, ich bin Kelcher. Aber gibt's ja irgendeine Abkürzung, wo ich wieder so da hoch kann? Sieht nämlich nicht so aus. Also da ist ein Vogel. Ich wollte schon sagen, das sah von oben aus wie so ein riesiger Raub oder irgendwie so was. So, gibt es ja auf dem Weg nach unten überhaupt was? Sieht nämlich nicht so danach aus. Kommt mir vor wie ein Blighttown von Dark Souls. Also ich bin jetzt mehr oder weniger umsonst auch gegangen, ne? Also ich habe die Echo-Warnung bekommen, aber trotzdem. So, das heißt, wir müssen nach oben lang, ne? Warte mal, weiß da oben jetzt noch was? Da war da noch ein Weg irgendwo. Da war. Wir gehen noch mal da hoch. Hey. Wo ist es? Ja, mal Zeit, wir haben mal Zeit. Hat es sowieso gleich vorbei. Oder? Ja, 43 Minuten. Also geben wir uns das hier noch, ne? Geben wir uns noch die Kante hier mit dem Teil. Okay. Ich tu mal hier einen Checkpoint machen. Boom. Weiß nicht, können wir überhaupt zurück? Aber wir müssen ja so oder so irgendwann zurück zum Mantis, ne? Also bis jetzt müssen wir immer zu Fuß zurücklaufen. Also ich hoffe ja nicht, dass wir jetzt wieder, wenn wir fertig sind, irgendwie zum Mantis teleportiert werden oder irgendwie sowas. Weil da war zum ersten Mal richtig nervig, weil dann weil wir wirklich mal noch alles erkunden müssen auf dem Rückweg. Aber das machen wir jetzt auch auf dem Rückweg. Da mache ich jetzt nicht direkt hier. So. Also Truhe. So gut, dass ich noch mal hier nachgeschaut habe, ne? Du musst das einfach wissen, stimmt's? Was ist das, BD? Dianoma. Ah. Ja, mal alles erkundet, alles klar. Das lässt doch mein Herz höher schlagen. Doch bitte, ich habe kein Herz. Okay, gut, dann gehen wir aber wieder den Weg hier runter, ne? Nehmen, aktivieren nach unten den Speicherpunkt, würde ich sagen, ne? Ich ein bisschen näher. Gab es noch irgendwas anderes? Hier unten 95% und dann schon wieder ein anderes Gebiet, ne? Ja. Also irgendwo hier fehlt schon wieder irgendwas. Nur wo?
Nein. Pff. Falsche Abzweigung genommen. Wir gucken jetzt uns hier noch um und gucken, wo das. Ich habe alle Truhen, aber irgendwo ist hier noch ein 95%. Oh ja, ja. Okay, da ist 20%. So, Opfersummen. Da ist diese Wand. Wo habe ich hier schon wieder was verpasst? Irgendwo kann ich da jetzt bestimmt hochklettern, ne? Ich meine, da war auch noch was. Ich weiß jetzt nur nicht mehr wo. Ja, hier kann man jetzt die Wände hochklettern. Cool. Nicht die Wand einmal erklemmen. Nee. Da muss doch hier noch irgendwo. Da geht's zum Ding, ne, wo ich weiter muss, oder? Ich habe ich da auf dem Weg irgendwas verpasst. Hab ich hier nachgeguckt. Ich glaube, hier bin ich nicht schon gegangen, oder? Hey. Ging's noch weiter nach oben? Ne, Dreck. Wo? Dreck, hast du wieder hier irgendwo was verpasst, ne? Aber wo? Dreck, verflucht da. Ich habe jetzt keinen Bock, das hier wieder reinzuschneiden oder so. Ich würde schon gerne in einem Rush hier irgendwie finden. Zurück sind die Gegner ja alle weg, ne? Scheint nur einmal so one time only irgendwie aufzutauchen. Da sind auch noch so Kletterdinger, aber da ja, sind so so, wo habe ich mal verpasst? Komm schon, Leute, kann doch jetzt wieder nicht wahr sein, ne? Eine Dinge, warte mal, aber hier. Nichts. Ich nehme an, ihr war aber da war. Ja. Ja, der hat in der Luft gezogen, ehrlich. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt. Ich glaube, ich suche halt mal offscreen, ne? Das wäre vielleicht das Beste, was ich machen kann, ne? Und dann schalte ich dann starte ich den nächsten Part. Sobald ich gefunden habe, was mir hier noch fehlt. Ne, klingt das nach Plan? Ja, gut. Ich sage, ich danke euch alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann würde ich gerne mal da hingehen. Na, danke. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dabei gefallen. Blablabla. Liked, abonniert. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.